Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, und heute einmal mit Bild. Das haben wir nicht oft, dass ihr mich hier quasi ja, mit Gesicht seht. Und das hat natürlich auch einen Grund, denn heute am magischen Mittwoch zum Start in den Tag, bevor es dann die magische Mittwochslegung gibt, möchte ich dir gleich gerne die Geschichte, die Spuren im Sand vorlesen. Und das hatte ich euch ja schon letzte Woche versprochen und der Zuspruch war sehr hoch. Deshalb möchte ich das gleich im Anschluss an die Kartenlegung machen und werde jetzt mit den Tarotkarten erst einmal den Tagesimpuls für heute hier auf den Tisch zaubern. Und da haben wir schon die Energie des Teufels. Heute ist also ein bisschen ein kleiner Warnhinweis im Feld. Ein Warnhinweis, eine Versuchung, die irgendwo im Feld liegt, aber auch die Einladung an dich. Wo kannst du nun beginnen, alte Verstrickungen zu sprengen, deine Ketten wirklich mal so richtig zu lösen? Was begrenzt dich noch? Frag dich mal heute, reflektiere ein bisschen. Und das ist schon ein kleiner Spoiler zu der Vollmondenergie, die wir ja haben. Denn morgen ist ja der Vollmond, der Supervollmond im Zeichen des Widders. Und der lädt uns natürlich auch hier immer wieder ein, zu schauen, hey, wo kannst du jetzt wirklich ins Tun kommen? Was bremst dich noch? Welche alten Glaubenssätze, welche alten Verstrickungen darfst du dich jetzt, ja, wovon darfst du dich jetzt einfach lösen? Und dann gucken wir mal auf die unterliegende Energie. Da haben wir die 10 Schwerter und die 10 Schwerter ist natürlich immer das radikale Ende. Das heißt, es ist die Einladung an dich. Beende es, bevor es dich beendet. Was ist das Tagesziel für mein Seelenkollektiv heute? Whoopala! Und da haben wir einige. Wir haben als Tagesziel, Achtung, den König der Kelche. Wir haben die Kraft, eine große Arkana-Karte. Und zu guter Letzt den Tod, ebenfalls eine große Arkana-Karte. Also, wozu lädt dich heute der Tag ein? Was ist das Ziel? Aus dem Herzen eigenverantwortlich loszugehen. Alte Emotionen wie vielleicht Wut, und das könnte etwas sein, das dich noch klein hält, ungefühlte Emotionen wirklich mal in den Abschluss zu bringen. Erlaube dir das zu fühlen. Erlaube dir das dann aber auch wirklich loszulassen, denn sie begrenzen dich noch. Das Ziel ist, dass du wieder in deine Kraft kommst, dass du dich liebst, dass du auf die Bühne deines Lebens gehst. Die Kraft, da haben wir hier den Löwen. Ein Löwe möchte immer gewertschätzt werden. Der Löwe, auch vom Sternzeichen her, ist sehr stolz und möchte gesehen werden von seiner Umgebung. Und das sagt dir die große Arkana-Karte. Deine Kraft kehrt zurück. Deine emotionale Kraft kehrt zurück. Und auch die Kontrolle vielleicht wieder so ein bisschen darüber zurückzuerobern in der Tat. Das könnte dein Neubeginn sein. Du wandelst also jetzt gerade wirklich zwischen einem alten Thema und bist gerade mitten in einer transformativen Phase, was dich einlädt, jetzt in etwas Neues einzutauchen und dich darauf einzulassen. Und ich habe 2 Karten hier als Bonus. Ja, Bonusbotschaften, die Babys, die Bonusbotschaften. Wir haben die 6 Stäbe, die haben wir hier. Und dann haben wir den Hierophanten. Schau mal, und der Bonus ist, erinnere dich immer an den Glauben an dich. Verbinde dich wirklich mit diesem tiefen, tiefen Wert in dir. Mach dir bewusst, dass du gerade hier im Aufstiegsprozess bist. Im Aufstiegsprozess, es kann hier auch sein, dass du einen Mentor, eine Mentorin an die Seite bekommst, aber auch diese tiefe Verbindung für deinen eigenen Stolz deiner Person gegenüber liegt hier. Du bist geschützt, du bist geführt. Und wenn du dich gerade in einer Phase befindest, wo du sagst, Caro, es ist aber so schwer. Und gefühlt wird es irgendwie nicht besser. Ich kenne das tatsächlich auch. Ja, die Phase im Moment ist einfach so herausfordernd. 2024, das ist so das Jahr, wo ich sage, puh, Donnerwetter, Halleluja, das hat es in sich. Aber drehen wir die Medaille um. Wenn es diese Intensivität von Herausforderungen hat, hat es andersrum auch die Intensivität von Wachstum, von Kettenspringen, nein, von Kettensprengen, damit du drüber springen kannst über die Herausforderung. Das heißt, natürlich wird etwas Grandioses entstehen. Vielleicht siehst du es jetzt für den Moment noch nicht hundertprozentig,
Aber vertrau mir, es wird kommen. Denn mit all dem, das du tust, dass du immer weitermachst, du wirst belohnt werden, wenn du dir im Herzen treu bleibst und wenn du wirklich immer deiner inneren Stimme versuchst zu folgen und optimalerweise, wenn du ihr folgst. Und jetzt habe ich hier mein Handy und ich werde dir die Spuren im Sand, wie versprochen, vorlesen. Und sehr gerne kannst du einfach deine Augen schließen, kannst einfach meiner Stimme lauschen und mal gucken, wo du dich wiedererkennst. Ich wünsche dir viel Spaß. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand. Meine eigene und die meiner Geistführer oder vom lieben Gott. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebens nur eine Spur zu sehen war. Und das waren die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich meinen Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich niemals alleine lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur im Sand gesehen hast, da habe ich dich getragen. Und schau mal, es sind so oft die Momente, wo wir das Gefühl haben, wir sind alleine, wenn sich vielleicht auch von dir Menschen distanzieren, weil du vielleicht gerade in einer Entwicklung bist, weil du dich veränderst, weil es dir vielleicht sogar nicht gut geht. Du bist niemals alleine. Vergiss das bitte nie. Und ich wünsche dir einen wunderschönen, startenden Tag, wann immer du dieses Video siehst. Ich hoffe, ich konnte dir eine kleine Freude machen und freue mich auf 10 Uhr, wenn die magische Mittwochsbotschaft hochgeladen wird. Und ja, wünsche dir einfach nur ganz viel Liebe, Herzöffnung und bleib dir selbst treu. Erlaub dir die beste Version deines Lebens und lade all die positive Energie in dein Leben ein, indem du es dir wirklich vorstellst, indem du dir bewusst machst, dass es ein Geburtsrecht ist von dir, glücklich, gesund und bedingungslos geliebt zu werden. In diesem Sinne, wir sehen uns oder hören uns später. Ganz viel Liebe geht raus.